Mike Passmann aus der Nachrichtenredaktion ist bei mir. Mike, die Aussagen von Lubitz Vater und von dem Luftfahrtexperte stellen irgendwie ein komplett anderes Bild von diesem Absturz, von dieser Tragödie dar. Wie seriös schätzt du diese Aussagen ein? Naja, vor allen Dingen muss man erstmal sagen, der Vater Günther Lubitz, die gesamte Familie haben ein Familienmitglied verloren. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Das ist wahrscheinlich auch eine der Motivationen, weshalb er, der Vater, dieses Gutachten jetzt angestrengt hat. Die wollen ihn wiederherstellen, den Ruf wiederherstellen, die Reputation erzeugen. Und was nicht auf der Pressekonferenz stattgefunden hat, ist, dass Fakten dargestellt wurden. Es wurden krude Thesen vorgestellt, viele Fragen in den Raum geworfen, ohne sie zu beantworten. Und das ist ein bisschen schwierig. Dafür ist eine Pressekonferenz eigentlich gar nicht da. Und ich habe die 16.000 Seiten der Ermittlungsbehörden durchgelesen und da muss man einfach ganz klar sagen, es kommt keine andere These in Frage, als dass Andreas Lubitz diesen Airbus zum Absturz gebracht hat. Dass nicht plötzlich irgendwelche Wetterumschwünge oder technische Probleme. Wenn du jetzt diese Aussagen gehört hast, hast du das Gefühl, Lubitz Vater oder die ganze Familie möchte seine Schuld so ein wenig reinwaschen, möchten die Wahrheit auch vielleicht gar nicht wahrhaben? Das ist natürlich schwer in so einer Situation, ne, wenn der eigene Sohn 149 Menschen umgebracht haben soll. Es gibt dafür einen Begriff, das habe ich dann heute auch gelernt, das nennt sich Verbitterungssyndrom. Das hat Professor Bandolin von der Uni Göttingen erzählt. Und da sucht man eben akribisch nach Beweisen, die dazu führen könnten, dass der Sohn unschuldig ist. Man klammert sich an jeden Strohhalm und das ist dann in so einer Situation nun wirklich schwierig. Mhm. Wie ist es aus deiner Sicht? Denkst du denn, die Aufklärungsarbeiten zu diesem Absturz der Germanwings-Maschine sind jetzt endgültig beendet? Ich denke schon. Also um dieses Verfahren nochmal neu aufzunehmen, müssten elementar andere Beweise vorliegen, als sie jetzt vorliegen. Das würde im Rahmen einer internationalen Verschwörung zum Beispiel möglich sein. Davon gehe ich jetzt aber nicht aus, ehrlich gesagt. Das wird auch irgendwann Herr van Beveren und wohl auch der Vater Günther Lubitz akzeptieren müssen. Dieses Gutachten hat er heute vor gut einem Jahr in Auftrag gegeben. 800 Seiten soll es haben. Da wird unterm Strich nicht viel anderes rauskommen, als dass Andreas Lubitz dieses Flugzeug zum Absturz gebracht hat. Und irgendwann muss es auch mal für die Angehörigen gut sein. Ich habe mich mehrfach getroffen mit Angehörigen und denen geht es nicht gut bei sowas. Die waren heute in Louvain, sie haben geweint und die kommen einfach auch nicht zur Ruhe.